Das ist jetzt richtig fies. Schwarze! Ah! Ah, das ist immer wieder eklig, ey. Das ist immer wieder krass. Dieses Spiel ist einfach nur krank. Check that body for items. Okay. Was war das mit Tab? Nee, Moment. Das kann, oh. So. Man kann irgendwie, ich weiß es nicht, kann man auch Leute exekuten? Ich weiß es gerade gar nicht. Notes, Jigsaw's note. Many of you are wondering how to escape this place. The answer is simple. Find Detective Tab. David Tab. I have concealed a key inside his body. This key is your only escape. Do what you must to survive. Das ist richtig fies. Also, quasi, ich muss hier rauskommen. Ich kriege immer wieder welche Spiele. Und die anderen brauchen nur den Schlüssel, der in mir drin steckt. Um zu überleben, also um rauszukommen. Das heißt, ja. Ich bin jetzt ein Gejagter und muss gleichzeitig noch andere lustige Spiele überstehen. Das ist richtig fies. Das ist richtig fies. So. Schließen wir mal die Tür. Rocke, rocke. Shotgun Doors, genau. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, muss man ganz schnell reagieren und zwar wieder eine von 1 bis 4 drücken. 3. Sonst, hat man da oben, wie ihr sehen könnt, vielleicht ziemlich Spaß. Das wäre unfreundlich. Genau, er hat zwar die Kugel entfernt, die in unserem Körper steckt, aber er hat dafür einen Key in uns versteckt. Den brauchen wir ja immer noch. Also, wir brauchen den Schlüssel quasi, um zu entkommen. Weil, ja, die anderen brauchen den ja auch. It seems you were sloppy and got shot. I had someone repair your wound, so you will live. Oder live. But during the operation, I used the opportunity to conceal a key inside your body. The key is useless to you, but not to the others here. Survive. I doubt any of them have the surgical blah 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 to execute you without killing you. Okay. Das heißt, ja. Der Schlüssel ist doch für uns sinnfrei, weil wir, brauchen den nicht. Ah. Aber er braucht den. Moment, da war noch was. Genau, den Nagel, den brauchen wir. Ich bin so lieb und mache immer wieder die Tür zu. Haha. Ich bin ein lieberartiger Junge. Aufmachen. Sitzt da jemand? Nein. Nothing found. Gut. Egal, lassen wir es auf. Und hier ist... Ah. Nix. 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 Gar nichts. Okay. Moment. Ah, cool. Bandages sind instant. Also das heißt, die können wir nur ein... Da war doch gerade was. Können wir quasi, wenn wir die aufheben, direkt einsetzen. Lockpicking. Jetzt wird's bescheuert. Und zwar muss ich jetzt hier das zurechtdrehen. So am besten, genau. Dass es dann immer aufeinander abgepasst... Moment, nochmal. Dass es dann abgepasst ist. So. So, genau. Und dann funktioniert's. Total bekloppt, ne? Ich find's ganz cool. Auf jeden Fall gibt's das Spiel ein bisschen frischen Wind zwischendurch mal. Es ist zwar nicht sonderlich schwer, aber ja. Wie gesagt, da ist jetzt. Hat da gerade jemand die Tür zugemacht? Die war noch offen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, wenn es jetzt. Es ist nicht blind, deswegen laber ich jetzt gerade so ein bisschen Erzählerisches dazu. Weil, ja. Ich kenne das alles hier schon. Aha. Armer Kerl, ey, das ist voll fies. Was macht man nicht? Du bist böse, Jigsaw. Geeksave, du bist Biese. Aufsammeln. Audio-Tape. Not all my subjects protest their games, such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Okay. Und jetzt auf einmal ist die Musik weg. Das heißt, man hört wieder schön das Rattern im Hintergrund.
Aha. Tor ist verschlossen. From the other Seite. My name is Rose. I am 8 years. Was? My mommy says I have polio. Polio is bad. I have it worse than Uncle Jack. He can still walk. Though he seems drunk. So I am now in this machine. It breathes for me, so they call it an iron lung. The nurse says she will write what I say once a day, so my diary doesn't forget where I am. She's my only friend. Aha. Ist in einer Eisenlunge quasi. Sowas wahrscheinlich. So ein Gerät, das für sie atmet. Iron Lung. Ich weiß jetzt nicht, was daran so schlimm war. Wenn da ein bisschen Sauerstoff reinkommt, ist das nicht so, ist das nicht das Problem. Oder so. Seltsam, seltsam. Hab diese Quest auch gestern schon nicht verstanden. Und das hier sieht richtig gruselig aus, oder? Ja. Aber da kommt gleich eine richtig übel schlechte Grafik. Wenn ja, das Spiel hat so ansonsten eine richtig ansehnliche Grafik, muss ich sagen. Aber das, was gleich kommt, das ist so überschlecht, Mann. Moment, ich guck erstmal nochmal da. Ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Rockel, rockel. Komm schon, geh an. Nix. Ah, ist das gruselig hier. Nix. Ah. Hätte ich gestern Nacht voll Schiss, ey. Das ist so gruselig. Ah. So, Rinda. Lass Miranda, denn sie will ja. Eins. Ah. The key to survival lies within. Jetzt ist die Tür wieder zu, abgeschlossen, schön. Genau. Breakable walls, erstmal wieder lesen. White chest memo. Some of you have noticed the walls starting to buckle in some areas and some walls have become permeable, keine Ahnung. Please move all violent patients out of these rooms, lest they break down the walls to escape. The construction manager I talked to this morning assures me this is just the building settling onto the foundation. Ja, ja. Wie gesagt, es gibt zerstörbare Wände. Ah, und nochmal. Ah, und nochmal. Ah, okay. Da kann man jetzt durchwursteln. Und dann gibt es hier fein ein Fuse. Und das Fuse kann man einsetzen. Und zwar hier. Ja, 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 ja. Ah, Tor offen. Yippie. Genau. There are four bodies ready to cut open. Only one contains the means to continue. But the knife may yet betray you. Choose wisely. Genau, Skalpell. Genau. Hab ich gestern nicht kapiert. Hm, wo sind die denn? Wo sind die denn? Moment. Ist mal Audiotape. Ja, wenn ich den falschen aussuche. Aber man sieht ja hier, ne? Jay Ormond. Bla bla. Und der hat den Key. A. Faulkner. Erstmal öffne ich das hier. Genau, dieses dämliche, bescheuerte Kackspiel, ey. So, erstmal die 4, die ist am nächsten dran. 4. 1. Oh Gott. 2. Das ist schon mal ganz gut. Und 3. Geht wohl. Oh, hat geklappt. War zwar nicht hundertprozentig richtig, aber scheiß drauf. Genau, und jetzt muss ich gucken, wo es... Ah, genau, Arne Faulkner, da ist er ja. Und jetzt wird's wieder voll räudig. Das meine ich mit der Grafik, die sieht so billig aus, ey. Sieht so schlecht aus, Leute. Wenn er von hier hinten geht's ja. Ah. Das ist voll gemein. Okay. Soll ich das Skalpell behalten? Oh, ja, ich behalte es mal. Einfach aus dem Grund, weil, ja, keine Ahnung. You can bolt some doors by pressing 3. This will keep most enemies from opening the door. Aha. Okay.
Das heißt, es kommen später noch Gegner. Wie unschön. Und close. Okay, da... War das da lang? Ja, das war da lang. Genau, hier lang. Rinder, Rinder, lass mir Rinder, denn sie will ja. Okay, da ist schon mal der erste Wolf. Oh, wie böse der aussieht. Jo, jawoll. Someways. Und jetzt kommt eine richtig beknackte Stelle. Und zwar hier. Kann man nicht normal laufen. Sondern läuft man mit der Maus, indem man nach vorne drückt. Und dann dabei so links und rechts. Und das ist voll billig, ey. So. Guck mal, guck mich mal hier um. Da ist Ziel. Was zur Hölle? Alter. Habt ihr das gehört? Ist da jemand drin? Oh, das ist so gruselig, Mann. Was ist das hier? Okay. Freedom. Ah! Ah, das habe ich gestern noch nicht gesehen. Weil die Lautstärke für mich auch relativ hoch ist. Habe ich mich voll erschrocken. Okay, ich brauche einen Key. Checkpoint. Okay, Leute, ich unterbreche erstmal. Und guck mal, wie das vom Rendern und vom Ruckeln und so her läuft. Und von der Grafik und so. Und wie groß die Dateien werden. Und dann sehen wir uns danach definitiv hier wieder. Ich hoffe doch, weil das Spiel hat eigentlich automatisch speichern. Das heißt, ich kann nur vom Last Checkpoint. Ich kann nicht speichern. Ziemlich bekloppt. Aber egal. Also, das war's erstmal. Bis jetzt. Und ab hier wird's dann auch wieder blind, Leute. Ja, ab hier wird's blind. Ab hier habe ich nicht weitergespielt. Ich habe gestern dafür Ewigkeiten gebraucht. Aber jetzt ging's relativ schnell, weil ich schon alles Ganze. Egal. Ich laber zu viel. Tschüss.